Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer! Wenn ich einen Satz immer wieder wiederhole, wenn es um Verbraucherschutz geht, dann den: Nur der informierte Verbraucher kann die für ihn richtigen Entscheidungen treffen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute gutgläubig ihre Plastikflaschen zu Aldi zurücktragen und nicht wissen, dass die ganzen Flaschen einfach vernichtet werden. Dementsprechend ist der Antrag eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket. Wir haben einmal Aufklärung der Verbraucher, damit Verbraucherschutz. Wir haben Umweltschutz. Und es geht ja letztendlich auch noch um Arbeitsplätze. Das sollte auch nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Dementsprechend haben wir uns auch dem Antrag angeschlossen. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Der geht jetzt in den Ausschuss. Worüber ich mich sehr freuen würde, weil ja auch Sachen Richtung Bundesebene in dem Antrag drinstehen, wenn wir nach der Beratung im Ausschuss es vielleicht schaffen würden, einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen zu stellen und damit ein starkes Signal nach Berlin zu senden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau